Der jüngste Verlauf deines Abenteuers 4. Kämpft gegen Onyx von Bruno der Top 4. Kämpfte gegen Apollo von der Garde der Top 4 mit Glurak und gewann irgendwie. Kämpfte gegen Dragonier von Siegfried der Top 4 mit Glurak und gewann irgendwie. Lieferte sich einen sagenhaften Kampf mit dem Champ Peter. Am Schluss schickte Peter Akani in den Kampf und Tobias kontert im Corner. Und gewann unter Einsatz aller Kräfte knapp den Kampf. Das stimmt. Tobias sicherte das Spiel genau hier, Alabastia. Und hier fangen wir auch an. Mit Let's Play Pokémon Blattgrün. Ah, Tobias, du bist also zurück. Wie ist es denn um dein Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha, du hast 62 gefangen. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt etwas, das ich dich fragen wollte, Tobias. Komm, folge mir. Oha, wo will er jetzt denn mit uns hin? Jedenfalls, willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir die Top 4 und Champ Peter in Grund und Boden gestampft. Das heißt, im letzten Part, in den letzten zwei Parts. Ja. Aber das Spiel ist noch lange nicht vorbei. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor in Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir das gerne selbst ansehen, aber ich bin zu alt. Ja. Da ich nicht kann, möchte ich dich, Tobias, bitten, an meiner Stadt zu gehen. Aha. Oh nein. Das habe ich gehört. Upsi. Upsi. Okay. Upsi. Ist das ein Schriftfehler? Ich weiß nicht. Warum gibst du immer Tobias den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch schneller. Ich soll mich also um alles kümmern. Ich weiß. Ich brauche natürlich auch deine Hilfe. Lasst mich eure beiden Pokédexe sehen. Nahm beide Pokédexe. Und erledigt. Nun könnt ihr noch mehr Infos über Pokémon sichern. Yay, mein Pokédex wurde erweitert. Also Tobias und Peter. Dieses Mal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen. Es soll der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten werden. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Upsi. Keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex. Mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie du auch sagst, ich muss weg. Tja, dann werden wir dem mal folgen, wa? Auf nach Island. Kommen nach Eiland. Was ist das? Schlei? Wo ist mein Dragoran? Schlei. Schlei. Das Ei braucht lange, bis es schlüpft. Seltsames Ei. Kacke. Wo ist mein Dragoran? Oh, ihr Missgeburten, wenn ihr mir meinen Dragoran weggenommen habt, ne, dann gehe ich aber steil hier, ey. Das geht ja gar nicht, ne, das ist jetzt ja wohl mal unterste Sohle, Junge. So, ich gucke erstmal im Pokémon Center nach meinem Dragoran. Gelbe Flöte. Ja, nee, ist klar, Nido King. So. Nehmen wir doch mal. Mal gucken. Wo haben die denn mein Kralago? Dragoran. Hier seht ihr mein Reitschuh noch. Dragoran! Dragoran! Mein Dragoran ist weg. Das ist ja übel. Das ist ja richtig mies. Alter! Die haben mir mein Dragoran geklaut. Dafür habe ich so viele Punkte in der... Boah, ey! Was soll der Scheiß denn jetzt? Jetzt mal ohne Spaß! Was soll das? Oder ist mein Dragoran jetzt ein Ei? Ich weiß es ja nicht. Pyro, der Rennleiter der Zinnobeinseln, ist ein seltsamer Mann, er lebt hier seit Jahren. Wow, toll. Wie kommen wir zu den Islandinseln? Ah, ich muss bestimmt zu Bill. Mondberg. Da müssen wir. Azuria City. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie der... Ich hätte bestimmt mit Prof Eich reden müssen, Alter. Oh, nö. Da, 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 da. Da, 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 da. Yeah. Oh, fuck. So. Geh weg da. So,
Hallo, Bill! Schau dir doch einfach auf dem PC ein paar meiner seltenen Pokémon an. Oh, das darf ich? Geil. Evoli. Evoli. Yay. Flamara. Ja. Wow. Blitzer. Ja. Flamara hat mir, ne? Oh. Flamara wollte ich mir eigentlich auch erst nehmen, aber mit Lurak und Flamara wäre das, glaube ich, gar nicht so geil gekommen. So, wie komme ich jetzt auf die Eilandinseln? Wollt ihr mich verarschen? Pokémon-Haus. Ja. Gehen wir mal da. Rania City, da ist ein Anlegeplatz. Beziehungsweise ein Hafen. Da kann ich ja nicht allzu verkehrt sein. Oder etwa doch? Hey, Marschallo, cool. So, komm hier. La 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 la. Ah, du hast den Tri-Pass. Möchtest du an Bord der Seesprint? Ja, yeah, will ich. Okay, alles klar. Seesprint Tempo 7 wird in Kürze ablegen. Geil! Cool. Endlich hier. Und jetzt? Ich muss bestimmt mit irgendjemandem quatschen, oder? Warte mal, ich guck mal kurz den Pokédex an. Wie viele kann ich denn jetzt... 136! Wow. Oder? Oder 186? Ich guck mal. Nein. Nein. Wie kann ich denn... Ah. Ja, ja, ja. 150! Wow. Gesehen, ja, gesehen. Über die Pokémon-Welt hinaus, hier muss ich rein. Hallo, du da. Tobias, wie ist es bei dir gelaufen? Oh, aha, du hast mehr Pokémon gefangen. Weißt du was? Es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich modifiziere momentan das Netzwerk. Ich richte es so ein, dass ein Tausch über lange Distanz möglich ist. Wenn ich fertig bin, kannst du exotische Pokémon mit Trainern von nah und fern tauschen. Aber es gibt einen Haken. Damit die Maschine funktioniert, brauche ich einen speziellen Edelstein. Er soll hier auf Island 1 sein. Aber ich habe ihn noch nicht. Gefunden. Gefunden. Wer weiß, wo er ist. Ach, bestimmt irgendein Bergsteiger doch. Auf dieser Insel gibt es einen gigantischen Vulkan. Er ist schon lange nicht mehr ausgebrochen. Also kannst du ruhig wandern. Jo, ich gehe mal davon aus, dass wir in diesen Vulkan rein müssen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Auch wenn ich Lebensmüde bin. War ich da nicht schon drinne? Das ist eine gute Frage. War ich denn nicht schon drinne? Wenn die Sonne scheint, gehe ich hinaus und betrachte den Vulkan. Das ist meine tägliche Routine. Wow. Lass mich nachdenken. Wann ist der Glühbock zum letzten Mal ausgebrochen? 1911 und 12 zieh ich. Muhahaha. Wow. Wunderbar. So. Dann nehmen wir erstmal Topschutz hier. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ja im Prinzip auch gleich mal was kaufen gehen. Oder was haltet ihr davon? Was mit der? Nehmen wir Reifen? Ich mag deinen Hut. Vielleicht sollte ich auch einen tragen. Ja, vielleicht. Ja, Relaxo Surfer, lol. Ist klar, mach doch. So. Das ist der Glühweg. Zum Glück geradeaus. Ah, okay. Ich mache jetzt unnötigen Weg. Einfach das Feuer in der Flutterme. Oh, warte mal. Hier drin kann mir doch bestimmt jemand weiterhelfen. Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagen wir. Wow. Impossible! Sieh mein Gesicht, siehst du, wie glatt meine Haut ist? Nein. Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und strafft. Geht. Damit pulverierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Ach, von ihm habe ich der Trümmerer gekriegt, ne? Woohoo. Gut, dann weiß hier wahrscheinlich niemand etwas über einen Stein. Lächerlich. Dann muss ich mich wohl auf meine eigene Spürnase wieder verlassen. Na, wunderbar. Ich meine, meine Spülnase ist ja, ne,
kennt jeder. Ist ja voll super so. Tentacha. Tentacha habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Von mir, zack, Eroas und weg mit dem Vieh. Ja, Tentacha, da guckst du, wa? Was? Nein! Das war das wunderbar, perfekt für einen Kampf. Ja, nicht klar. Schwimmerin Jutta. Wow. So ein Seemann wäre bestimmt auch geil. Also muss ich mir nachher wieder hochtrainieren. Herr widerlebt noch. Verarschen. Auf Small. Bam. So. Nochmal ein Seemann. Ja, dann hole ich mal lieber meinen Nidoking raus. Aber warum ist mein Dragoran weg? Das verstehe ich nicht. Ist total irgendwie total unnötig, oder? Donner! Ah, das trifft auch noch. Oh yeah. So. Tiefer! Ja. Ihr wisst Bescheid. Naja, okay. Nein, das will ich nicht. Level 5 ist... Das will ich nicht. Das ist ja Kind, das ist ja Tierquälerei. So. Jetzt sind wir hier im Glutberg. Mal wieder. Ja doch, hier war ich ja schon. Stell dir vor, Selbkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Wenn wir uns die Knie schlottern, könnte ich eine Pokémon-Explosion lehren? Nein. Ja genau, du hast recht, das ist zu erschreckend. Ja, nee, ist klar. Team Rocket! Verdammt! Scheiße, wir sind richtig! Wow! Endlich durch! Auf zur Schatzsuche! Wir bringen jeden Schatz, den wir finden, ins Lager, verstanden? Und wie lauten die Passwörter für das Lager natürlich? Wie, du hast das Passwort vergessen? Eigentlich sind es zwei. Das erste lautet Arbok Cobra. Das kann man sich ganz leicht merken. Arbok ist Cobra einfach nur rückwärts, aber das weiß, glaube ich, jeder Pokémon-Spieler. Und das zweite ist... Retanata oder was? Hey, das Bike belauscht uns. Hallo. Du willst wohl etwas von unserem Schatz? Das kannst du vergessen. Das werde ich garantiert nicht vergessen. Ratzfratz. Toll. Und auf Level 35 kann ich ja nur müde gehen. Habt ihr sonst noch Wünsche? Oh yeah. Jetzt kommt Radikal. Dann wechsle ich mal lieber. Auf mein Relaxo. Fuck yeah. Okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Psychokinese. Volle mein Relaxo, das Psychokinese. Psychokinese kann. Jawohl. Kennt man doch. Initiative? Welche Initiative? Relaxo ist so langsam, ja, da bin ich ja sogar noch schnell gegen. Hallo? Wow, Volltreffer. Zieht sieben ab. Stark. Wirklich stark. Muss ich zugeben. Ein Sandan. Oh, dann hole ich mal Aquana raus, ja? Ich meine, ich bin, ja, Level 60 und die Level 35 sind irgendwie ein bisschen... Naja... Wie sagt man? Overpowered? Na, was ist overpowered? Die sind irgendwie zu schwach, ne? Ich meine, wenn man jetzt nach der Pokémon-Liga jetzt auf so eine Insel gehen soll und dann sind die auf Level 35 und so, ist ja irgendwie ein bisschen lame. Oder? Naja, auf jeden Fall. Soll mir das egal sein. Hier, zickzack, tot, fertig. Kein Ding. Warte, wie konnte das geschehen? Ganz einfach, indem du stirbst. Fröhne der Amnesie und vergiss, was du gehört hast. Du hast uns bespitzelt, gib es zu! Natürlich, hallo Team Rocket? Das dumme, böse in Person? Hallo? Ja, was ist nichts Besseres zu tun?
Meine Fresse. Immer bin ich schuld. Immer die kleinen 10-jährigen Jungen. Ja, ja, ja. Nogger. Knogger. Oder, keine Ahnung. Knochenwerfender. Mit Knochen maskierter. Wie nennt man das? Erdmännchen, ja, das ist ein Erdmännchen. Knogger ist ein Erdmännchen mit Knochen. Also Knochen, Helm und als Waffe. Erdbeben! Was mache ich denn da? Ist doch Boden. Doch nicht. Hä? Ist nur Kampf oder was? Jetzt habe ich aber Angst. Flammenwurf! Von Tobias muss ich müde gehen, weil das einfach nur lächerlich ist, was die da machen. Was waren draußen heute, ey? Wuh! Geht richtig ab hier. Hä? Wie? So, lass sie mich denn mal bitte durch. Warum musstest du gewinnen? Welch Rückschlag? Wir müssen uns eure kopieren. Du, denk nicht mal daran einzutreten. Wenn du weißt, was gut für dich ist, denk nicht einmal daran. Wisst ihr was? Wir treten erst in den nächsten Part ein, weil dann kann ich mir noch was zu... kann ich mir noch ein paar Poisons und so holen. Und... ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder direkt vor dieser Höhle. Also, bis dann. Ciao.